Alle guten Dinge sind drei. Wobei, wenn ich an fliegende Guillotinen denke, die mir die Rübe von dem Rest des Körpers abtrennen, wäre ich wahrscheinlich eher der Meinung, dass alle guten Dinge null sind. Aber im Fall von Schock ist es tatsächlich so, der zweite und dann der dritte Teil beenden mehr oder weniger die Trilogie, die sie uns jetzt liefern, in Kombination mit eben dem TVP-Mediabook vom ersten Teil. Auch hier habe ich mir das schöne D-Cover gegönnt, das etwas mehr kostet als alle anderen, weil es ja wirklich unbedingt notwendig ist, das schönste Cover auf nur 111 Stück zu limitieren, damit man dafür dann einfach mehr Kohle verlangen kann. Ah, Kundenfreundlichkeit schreiben manche auch wirklich nur deswegen groß, weil es sich dabei um ein Hauptwort handelt. Aber wir sehen hier übrigens ein Cover-Artwork, das mehr oder weniger genau zu dem passt, was wir bereits beim zweiten Teil gesehen haben, nur dass es diesmal nicht Freddie Mercury ist, der offensichtlich vier Leute gleichzeitig ihres Kopfes berauben will, nein, sondern es ist hier nur eine, die dafür aber offensichtlich Zauberkräfte hat, denn ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch noch erinnert, aber eigentlich hängt doch diese Guillotine an einer Kette. Sogar hier hängt sie an einer Kette. Hier fliegt sie einfach nur durch die Luft, wie so eine Art fliegende Guillotinendrohne. Und selbst wenn sie eine Kette hätte, das reimt sich, würde mich ehrlich gesagt wundern, mit welcher ihrer drei Hände die Dame das halten könnte, weil sie doch in ihren anderen beiden Händen einen Speer hat. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie effektiv das ist. Offensichtlich, wenn man die Größe des Mannes jetzt einmal so auf ungefähr 1,80 schätzt, 1,60, dann könnte man annehmen, dass sie zumindest 1,70 Meter in die Luft gesprungen ist, um dann mit diesem Speer irgendeine gymnastische Übung zu vollbringen, wo außerdem, wenn wir es übrigens an der Stelle genau nehmen, ihr Zopf physikalisch in die falsche Richtung geht. Nehmen wir nämlich einfach an, dass sie sich hier abgestoßen hat. Wenn sie in die Luft gesprungen ist und die Position ihrer Beine so ist, wie sie hier ist, müsste der Zopf in die andere Richtung fliegen. Die einzige Erklärung dafür, dass ihr Zopf in diese Richtung schaut, wäre, wenn sie von wo oben heruntergesprungen wäre. Quasi, als wäre sie von dem Dach von diesem Haus gesprungen, wäre auf einen Typen, der gleichzeitig von jemand anderem mit einer fliegenden Guillotine geköpft wird, mit einem Speer losgegangen. Das ist ein bisschen sinnlos, dann fliegen ihre Haare in die richtige Richtung. Gut, Spoiler-Alarm, der Typ ist nicht der Einzige, der bald tot ist, weil wenn du von diesem Haus hier runterspringst, kann man dich nachher mehr oder weniger mit einer Spachtel vom Asphalt abkratzen. Aber egal, irgendwie ist dieses Dead and Breakfast meets Crouching Tiger, Hidden Dragon Cover auch irgendwie interessant. Vor allem, weil es einfach ziemlich cool gezeichnet ist. Und um noch einmal schnell den Vergleich zu wagen, spine-technisch, Verzeihung, wirklich toll an den zweiten Teil angepasst. Halt nicht an den ersten. Auf dem Backcover finden wir auch diesmal, wie auch schon hier, naja, ein eher uninspiriertes Bild mit einem absolut uninspirierten Design. Ich fasse es nicht. Der irgendwie, ich kann ja immer nur von mir auf andere schließen. Aber ich weiß, wenn ich Grafiker wäre und dieses Design vor mir auf dem Laptop hätte und müsste das einem Arbeitgeber, der mir Geld dafür gibt, schicken, ich würde es nicht tun. Nein. Gar nicht. Ein einfärbiges Bild, mehr oder weniger, mit 6 Zeilen Text oben und dann noch einmal 4 unten und 4 Bildern. Das sieht so billig aus. Das Ganze vor allem, wenn man dieses Mediabook aufmacht, passt überhaupt nicht zu dem Rest irgendwie. Sie sind echt wild, aber dafür der untere Teil gefällt mir hier wieder recht gut, vor allem weil der genauso ist wie beim zweiten Teil, außer dass der Strich hier etwas stärker weiß ist. Auf jeden Fall gezeichnet das Frontcover von dem großartigen Adrian Keindorf. Steht hier drauf, es steht beim Mediabook vom zweiten Teil nicht drauf, nachdem der Stil aber so ähnlich ist,
könnte es fast so sein, als hätte er das auch gezeichnet. Schauen wir mal nach innen. Da finden wir auf der Blu-ray ebenfalls das gezeichnete Keindorf-Cover. Und wie gesagt, trotz der falsch positionierten Haare finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und hier noch ein alternatives Artwork dann auf der DVD. Drinnen wartet genau dasselbe Design, wie wir es schon beim zweiten Teil hatten. Und mit dasselbe Design meine ich in diesem Fall exakt dasselbe Design. Nur halt, dass die Farbe nicht Silber ist, sondern Bronze. Ernsthaft? Teil 2 ist Silber, Teil 3 ist Bronze. Gee, ich wäre extrem überrascht zu sehen, wie eine Auflage vom ersten Teil von Ihnen aussieht. Creativity! Ja, ich glaube, das ist genau die Art von Kreativität, von der Tom Green in Freddy Got Fingered gesungen hat. Aber wir sehen auch hier wieder mehr oder weniger durch die Bullhorn Behind the Sun, mehr oder weniger auf verschiedene Bilder aus dem Film. Hier beispielsweise sehr schön ein Bild offensichtlich aus einer Käserei, beziehungsweise wenn ich sehe, dass sie diesen Stock in der Hand hat und hier offensichtlich vor ihr jemand kniet, dann möchte ich nicht wissen, aus welchem Film dieser Screenshot wirklich ist. Jess Franco lässt grüßen. Wir blättern aber auf jeden Fall jetzt einfach einmal weiter, schauen durch das Booklet. Ich wage jetzt einmal fast zu behaupten, dass mir ja, die Gestaltung jetzt nicht ganz wirklich, also große Überraschung sein wird. Was ich allerdings absolut genial finde und weswegen ich mich schon so riesig auf den Film freue, schaut einmal auf die Gesichtsausdrücke. Das ist irgendwie her, der wegfliegt. Yay! Fast irgendwie so wie ein Kind, das auf dem Spielplatz von der Schaukel abspringt. Hui ja! Das wird geil. Außerdem hier dann noch ein paar Bilder mit drinnen, die sogar in wirklich überraschend guter Druckqualität vorliegen, was tatsächlich etwas ist, das man bei Schock gerne betonen und laut sagen kann. Man kann natürlich aber auch gerne betonen, dass man gerne hier und hier dasselbe Bild verwendet hat, aber zumindest mit verschiedenen Ausschnitten hier so und hier dann eben quasi als, nehme ich mal an, altes Aushangfoto. Ist trotzdem ein nettes Mediabook, wobei ich trotzdem finde, dass diese wir verrechnen für unterschiedliche Cover unterschiedlich viel Kohle, weil wir eines davon einfach erschreckend niedrig limitieren. Diese Masche mag ich gar nicht, aber offensichtlich haben da einige aus dem damaligen The Void-Debakel gelernt und übertreiben es zumindest nicht mehr mit 66 Stück. Andere sind sowieso unbelehrbar. Aber auch diese 111 Stück Masche bei Mediabooks muss tatsächlich wirklich nicht sein.